Hallo, ich bin Gregor Biesbanger. Ich bin heute live beim Community Open Day in München bei Microsoft Deutschland. Und wir sind hier ganz verrückte Community-Softwareentwickler, die sich da treffen. Und ich habe hier zwei Experten, die exklusiv bereits die HoloLens haben. Und die HoloLens, also selbst hier in Microsoft Deutschland, bekommen wir hier keine HoloLens vors Gesicht. Dennoch haben hier die zwei aus Amerika direkt eine HoloLens mitgebracht und sind direkt aus der Community und werden das einmal selber vorstellen. Das heißt, zum Ersten haben wir hier Andreas. Hi, stell dich doch mal selber kurz vor. Hallo, ich bin der Andreas Erben. Ich bin MVP für Emerging Experiences. Das war früher Kinect for Windows. Das gehört jetzt zu Windows Development und arbeite für die Firma dNet. Und wir haben halt das große Glück gehabt, dass wir uns für die HoloLens beworben haben über unsere USA-Niederlassung und sind in der sogenannten Wave One angekommen und haben auch dann durch ja, mehr oder weniger Zufall wohl auch dann gleich am 30. März die Shipment Notification bekommen, frisch aus China dann angekommen und am Donnerstag schließlich diese Woche ist die HoloLens dann in Deutschland mit mir zusammen gelandet. So. Das heißt, du hast selber nicht meine Woche, oder? Ich habe sie am Montagabend irgendwie todmüde vom FedEx-Office abgeholt und dann ja noch nicht mal auspacken können, so müde ich war. Und die Zeit, die ich damit verbringen konnte, kann ich immer noch mit Stunden an zwei Händen messen. Also da war bisher noch nicht so viel. Ja, spannend. Richtig cool, dass du da so ein Riesenglück hattest, bereits eine zu bekommen. Möchtest du uns ein bisschen was zeigen damit? Gerne. Also was ich hier habe, ich setze die jetzt mal auf, die HoloLens, ja. Ja, schon mal. Also man Ja. erkennt so jetzt, glaube ich, noch nichts, gell, wenn man es jetzt versucht mit der Kamera zu filmen. Hier oben sieht man, das sind, glaube ich, Links- und Rechts-Kinect-Sensoren. Kann das sein? Es ist eine, da ist ein Tiefensensor drin, das ist eine ähnliche Technologie wie Kinect for Windows, aber das soll jetzt gar nicht mal so wichtig sein, sondern das geht darum, dass die HoloLens einfach in der Lage ist, den Raum, in dem man sich befindet, abzuscannen und ein Modell von der Oberflächenstruktur dieses Raumes zu machen, mit dem man dann interagieren kann. So, ich habe jetzt mal das Notebook hier auch mit diesem praktisch mal verbunden mit der HoloLens. Man sieht es auf dem Bildschirm mit leichter Zeitverzögerung, genau das, was ich auch sehe. Und man sieht jetzt da zum Beispiel dieses, ja, ein Mesh wird dann dargestellt, von einer Applikation, über die wirkliche Oberfläche, die HoloLens erkannt hat. Man sieht auch, dass das Mesh jetzt mal nicht überall ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rum. Lass ruhig mal das Bild auf das Notebook gerichtet. Und da erscheint jetzt plötzlich, jetzt erkennt, fängt er an, jetzt eine Wand vor mir zu erkennen. Die hat er vorher noch nie gesehen gehabt. Und macht jetzt halt intern so praktisch eine Karte von dem ganzen Raum, die man nachher auch abspeichern kann und auch exportieren kann und wieder laden kann und so weiter und so fort. So. Du siehst jetzt, dass der Tisch jetzt praktisch schon bekannt ist und jetzt habe ich hier ein Hologramm, das kann ich jetzt praktisch auf diesen Tisch jetzt verankern. Zack, jetzt ist es da wie festgemeißelt, fast wie ein, ja. Okay, aber es ist halt, man muss noch mal dazu sagen, einfach zeitverzögert. Genau, Wieso ist jetzt es ist zeitverzögert? das Es ist zeitverzögert, weil wir jetzt im Prinzip über WLAN eine Verbindung zu der HoloLens machen und die streamt jetzt praktisch, was ich sehe, überlagert, das nennt man Mixed Reality Mode. Mit den Hologrammen, die es hat. So, jetzt ist gehe es ich. kein Bug von der HoloLens, oder? Nö, das ist kein Bug, sondern das Okay. ist, ich meine, das ist nicht ganz einfach, so eine Echtzeitübertragung hinzubekommen. Das ist halt im Moment so gelöst. Und das Bild siehst du exakt jetzt über deine HoloLens, was ich jetzt hier auf meinem Notebook sehe. Genau. Das ist ja echt stark. Und So, ich gehe jetzt mal um dich herum. okay. Ja, genau. Ja, gut, man sieht, das ist jetzt schon Ja, das zeitverzögert, jetzt klar. interessanterweise ist jetzt schon Ah! da, bleib mal stehen, wo du bist, weil Normalerweise das ist dürfte es auch noch nicht über eine mich liegen, Eigenschaft oder? von der HoloLens, dass sie in der Lage ist, zwar Hologramme zu verstecken hinter dem Hintergrund, aber dazu muss ich den Hintergrund kennen. Und ich habe das jetzt noch nicht gekannt. Okay, ich bleib mal stehen. Jetzt im Prinzip, wenn ich Ah, jetzt. es geht noch drüber über meinen Arm, so, ja. Ja, aber ich müsste, glaube ich, gleich anfangen, dich zu scannen. Okay, ja, stark. Ich habe jetzt irgendwas wohl am Rücken. Ja.
Du hattest vorhin etwas gezeigt und das wäre ein Riesen-Highlight, wenn du das nochmal Also, demonstrieren genau. könntest. Also diese Applikation, die wir auch sehen, die ist auch komplett im Source Code verfügbar. Das ist das Origami-Projekt von der Holographic Academy. Und die zeigt so die Konzepte, wie man die HoloLens anprogrammiert. Ja? Dazu gehört jetzt dieser rote Punkt, den du siehst, ist die Blickrichtung, wo ich gerade hinschaue. Ja? Also wo mein Kopf hin zeigt. Und es ist praktisch der Cursor, mit dem ich dann mit der Welt interagieren kann. Okay, also da sehe ich den roten Punkt. Genau, das ist dann sozusagen dein Mauszeiger, okay? Genau. Und dann kann ich mit bestimmten Gesten dann auch mit dieser Welt interagieren. Ich gucke jetzt auf diesen Ball drauf, hebe meine Hand, ja, und mache einen sogenannten Air-Tap. Tack. Ja, Vorführeffekt. So, jetzt habe ich den ausgeführt. Und jetzt es ist in meiner Welt jetzt schon der Ball runtergefallen und das ganze Hologramm unten explodiert und hat jetzt ein Loch in die Realität gerissen, wo ich jetzt so reingucken kann. Ah, das ist ja richtig stark, Ja, und in dieser Unterwelt, da passieren Unterwelt. jetzt spannende Dinge. Da gibt es eine Wolke, da gibt es Gräben. Ich kann auch den anderen Ball, den es noch gibt, hinterherfallen lassen. Plopp. Da fliegt was rum. Ja, das ist aber jetzt auch nur praktisch ein Beispiel, wie man also jetzt eine reale Welt mit einer virtuellen oder Mixed Reality Welt verbinden kann. Ja, das ist noch spielerisch, aber das Spannendste daran, dass es alles im Source Code vorliegt und dass man wirklich lernen kann, diese Konzepte da anzuprogrammieren. Du hast heute schon mal was gezeigt und das hat mir richtig gut gefallen. Kannst du noch mal diese kleine Figur oder so auf den Boden stellen, wo du dann auf die Knie gehst Das kann ich oder dich versuchen. auf den Boden legst, Ich weil starte das schon mal an, das aber war, wo die ganze Community so richtig gefeiert hat und ich ja, auch. Also, das ist ein jetzt hast du Spiel. ein Menü geöffnet, Genau, das okay. ist praktisch das Startmenü, wenn du so willst. In dem kann ich interagieren und dann etwas auswählen. Dann starte ich ein Programm. Das Programm wird dann dargestellt, jetzt auch als Hologramm. Und das Hologramm muss ich dann irgendwo platzieren. Nachher übernimmt die Applikation selbst, wo das dann noch ist. Und da kann dann auch irgendwas im Raum rumlaufen. Aber während das jetzt lädt, erzähle ich vielleicht einfach mal so, was wir damit vorhaben mit der HoloLens. Ja, Aber das dauert ein bisschen, ja. ja dann, Ich kann das ich jetzt würde dann, schon. ich würde dann, Pause machen? nee, Damir würde ich dann kurz fragen, Genau. weil, genau, weil wir haben hier nämlich noch eine zweite HoloLens, zeig mal, genau, die hast du dann, Wie ist die zweite? ja, ihr habt nämlich auch schon gezeigt, wie man dann sich miteinander verbinden kann, gell, das gibt so eine Skype-Beta, heißt die, Genau, es oder? gibt eine Skype-Anwendung Also und da erstmal kann ganz man kurz, du sich. bist der Damir. Also, ich bin Damir Dobrich, auch Microsoft MVP, bin auch von dNet. Und wir haben Fokus innovative Software Solutions und im Moment beschäftigen uns sehr viel mit Cloud Computing im Kontext von IoT und Industrie 4.0. Dann dachten wir, HoloLens könnte eine Bereicherung sein für diesen ganzen Bereich, wo wir versuchen, ein Human-Machine-Interfaces aufzubauen mit Hologramm. Das wäre mal was wirklich Neues. Okay, wo würdest du persönlich die Zukunft auch sehen von HoloLens? Wo werden die meisten, ja, Einsatzszenarien oder... Diese Frage zu beantworten, am besten mit einer Gegenfrage: Wo könnte man HoloLens nicht einsetzen? Okay, gut, weil... Fangen wir mit Pornoindustrie an, da werden sich Ja. bestimmt ganz viele darauf stürzen. Ansonsten für Education. Autofahrt darf man es, glaube ich, nicht verwenden, gesetzliche Geschichten. Ein Moment mit Autofahren könnte sowieso ein bisschen Problemchen geben, Ja, weil genau. HoloLens braucht eine fixe, abgetastete Umgebung, damit das alles sauber funktioniert. Mit Auto könnte noch ein bisschen schwieriger werden. Aber ansonsten unabhängig von Education, Remote Servicing, Human-Machine-Interaktion, wenn man sich besser überlegt, heute die Menschen interagieren mit der Maschine mit Touchscreens und das ist schon mal Hightech. Wenn man sich jetzt einfach so Hologramme vorstellen kann, dass man auf diesem Weg das macht, das wäre schon mal ein bisschen was Neues. Und last but not least, wie wäre es mit ganz normalen Office-Anwendungen, wo ich nicht sitzen muss und meine Rücken kaputt machen kann, sondern kann ich mich hinlegen und im Liegen arbeiten. Ja, cool. Also ich glaube, da können wir schon richtig gespannt sein, was für Prototypen du demnächst präsentieren wirst, oder? Das werden wir mal bald sehen, ja. Ja, cool. Freue ich mich schon. Wir haben jetzt eigentlich nur noch da eine Minute. Also Ja. danke dir, Damian. Also wir sind schon richtig Bitte. gespannt. Hier, zweite Goldstück. Ja, der Ladebildschirm des Spiels dauert noch. Vielleicht muss man pausieren kurz, um das dann soweit fortlaufen zu lassen. In der Zwischenzeit nochmal zum zu illustrieren, wie man sich das vorstellen kann, wenn man mit Maschinen interagiert.
viele Maschinen haben ja nur eingegrenzte Displays oder haben ein Control Center, die irgendwo im Office sind. Aber die sind nicht unbedingt dort, wo die Maschinen oder wo die Gerätschaften wirklich sind, also angesiedelt sind. Man könnte jetzt zum Beispiel jetzt viele Sensoren, Temperatursensoren, Messgeräte und alles Mögliche dann leicht im Kontext der Maschine visualisieren. Wie du vorhin gesehen hast, wie man das Hologramm auf den Tisch gelegt hat, könnte man da genauso gut eine Temperaturanzeige einfach an die Maschine antackern und läuft dann rum und sieht dann von jeder Perspektive aus, was los ist. Oder man könnte im Restaurant, am Buffet, könnte man praktisch anhand des Gewichts erkennen, ja, vielleicht muss da nachgefüllt werden und dann blinkt dann halt oben drüber eine rote Lampe, die jemand sehen könnte, der halt im Restaurant arbeitet. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass ein Kellner mit einer HoloLens rumlaufen soll, sondern das sind natürlich dann irgendwelche Operatoren oder so, die diese Aufgabe haben, was zu übersehen. Ja, da gab es auch von Microsoft selbst so ein cooles Beispiel mit der Wetteranzeige, wo man dann sieht, wenn dann die Sonne scheint, dann ist das schöne blaue Meer und der Palme und der Sonne, die man dann irgendwie so animierend auf sein Zimmer sieht. Ah, stark, also da geht schon mal was los. Und zwar, dass du jetzt hier an deiner Wand einen Rahmen bekommst mit der tollen Spielfigur. Genau. Und zwar, das ist stark. Also deine Nachbarn, die werden echt einiges zum Feiern haben, wenn du da mit deiner Wand redest, in der Luft irgendwelche Bewegungen machst. Also da kannst du bestimmt mit irgendwelchen spontanen Drogentests rechnen. Ja, glücklicherweise lasse ich dann das Fenster eher zu oder mache Vorhang vor, dass die nicht das unbedingt sehen, was ich mache. So, ich habe jetzt so diese Spielfigur, die ja am Boden schon ist. Die wartet jetzt darauf, dass ich mit ihr interagiere. Okay, also du schaust auf den Boden. Ja, und auf den Boden und im Prinzip meinem Cursor, ja, meinem Blick folgt die jetzt und läuft dann halt hin und her. Ne? Okay, jetzt stehe ich mitten in deinem Spielfeld, aber ich glaube, das stört gerade nicht. Ne? Das stört jetzt gerade nicht. So, und kann man wirklich der sich auch nähern und selbst man kann die fast anfassen. Genau, das heißt, jetzt geht er direkt runter, will sie anfassen. Ja, das jetzt mag sie aber nicht so. Mag sie nicht, doch, das Schöne ist, man sieht, wie du auf die Knie gegangen bist und man wirklich die Optik auch bemerkt von der Spielfigur. Ja, wie du sie direkt frontal anschaust. Das ist schon cool. Das ist übrigens absichtlich, dass man die Spielfigur nicht unbedingt anfassen soll. Die Designer haben untersucht, dass manche Leute sich nicht so wohl fühlen, wenn so ein Hologramm zu nah am Auge dran ist, also weniger als jetzt 80 cm. Und okay, denkst du, dass das auch ein Auflösungsproblem auch wäre? Oder? Nee, das hat mit dieser speziellen optischen Technik was zu tun und wie das Auge auf Objekte fokussiert und so weiter. Also. Ja, dann finde ich mega stark, dass ihr euch beide Zeit genommen habt, um nochmal die HoloLens zu zeigen. Extrem cool. Wie ist euer Fazit? Seid ihr bisher glücklich oder sagt ihr, bereut ihr den Kauf? Nein, auf keinen Fall. Wir sind sehr glücklich und freuen uns, dass wir so frühzeitig darauf Zugriff haben. Und jetzt ist das große Abenteuer, fängt jetzt erst an, mit den Kunden die entsprechenden Applikationen zu bauen. Ja, super. Danke dir. Auch dir, Damir. Auf jeden Fall bin ich super excited. Ich freue mich sehr, die Anwendungen dafür zu machen, aber das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig im Moment, so ein bisschen Unity, ein bisschen Visual Studio und so weiter, aber wir wachsen mit unseren Aufgaben alle mit. Cool, danke euch, dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Tschüss. Ciao.